Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Bartagam-Video. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich ein Bartagam-Video gemacht habe und vor allem seitdem ich auch über Haku und über seinen Verbleib berichtet habe und wie es ihm überhaupt geht. Tatsächlich ist es seit letzten Sommer, glaube ich, eine Weile her. Ich kann euch so viel sagen, diese Aufnahmen hier, die ich jetzt im Hintergrund abspiele, sind ziemlich frisch. So wie vor 2 bis 3 Tagen gedreht wurden und dementsprechend geht es Haku auch gut. Haku ist jetzt 1,5 Jahre alt und somit auf dem besten Wege eine erwachsene Agame zu werden. Und somit wären wir wieder am Ende der Berichterstattung. Heute möchte ich mit euch über ein bestimmtes Thema reden und zwar handelt es sich hierbei um eine Fortsetzung zu Bartagam Morphe. Bartagam Farbfarben und Farbzuchten. Es hat nämlich ein ganz bestimmtes Anliegen, weswegen ich darüber eine Fortsetzung mache. Es wurde tatsächlich eine neue Morph gezüchtet. Genauso wie alle anderen Morphe, auch wie zum Beispiel Letterback, Translucent oder Paradox Bartagam, sind diese Arten von Bartagam auch durch Zufall entstanden. Und zwar speziell aus 2 Translucent Cheese Tribes, welche diese Genetik Intus getragen haben. Die Züchter von Killer Clutches haben bei einem örtlichen lokalen Breeder eine Art Bartagame gesehen, welche rein zufällig aus einer Verpaarung durch einem Dunner Cheese Tribe und einer Cheese Tribe Dame hervorgegangen ist. Als diese einen Schlupf hervorgebracht haben, hatte das eine Baby von denen ganz plötzlich viele Flecken gehabt. Diese Flecken wurden erst für eine Paradoxlinie gehalten, sind aber tatsächlich der Beginn einer neuen Morph gewesen. Als sich der Züchter Killer Clutches mit denen hingegeben hat, haben sie immer wieder mit diesen Agamen gezüchtet und dann schließlich festgestellt, dass diese Genetik reproduktiv ist. Das bedeutet, man kann sie immer weiter züchten und das Vorkommen dieser Genetik oder dieses Erscheinens dieser Bartagamen ist kein Zufall. Im Gegensatz zu der Paradox-Bartagame, welche tatsächlich von Geburt an nicht so wie eine Paradox-Bartagame aussieht und deswegen erst im Laufe des Alters entsteht. Genauso ist diese Bartagame auch keine Pybord-Bartagame, weil Pybord nämlich heißt, dass die Melanosome an bestimmten Stellen des Körpers komplett fehlen würden und dementsprechend vollkommen weg wären. Doch die hellen Flecken der Bartagame sind nicht nur weiß. Es trägt auch einige Farben darunter, aber diese sind tatsächlich sehr hell. Spätestens ab da wusste man, dass man dieser Bartagam Farbmorphe einen neuen Namen geben kann. Diese Bartagamen nennen sich Paradigm Bartagamen und sind nach den Monster Rats, die es in Thailand gibt, die neuesten Bartagamen, die es auf dem Markt gibt. Das Besondere an den Paradigm Bartagamen ist vor allem, dass sie, wie schon erwähnt, weiße Flecken besitzen bzw. helle Flecken besitzen. Manche, die sich zum Beispiel fragen, ob das nicht so eine Art Störung wie Pyportismus ist, die werden tatsächlich etwas Besserem belehrt, denn laut der Webseite sind nämlich diese Paradigm-Bartagam kein Pyportismus. Bei Pyportismus fehlen die Melanosome an einer Körperstelle, die betroffen ist, nämlich komplett. Bei diesen Agamen allerdings ist es so, dass die Stellen, wo die Flecken sind, aufgehellt sind. Bei einer translucent Bartagame bedeutet es, dass neben diesen transparenten Schuppen auch normale Schuppen existieren, welche dann diese weißliche Färbung annehmen. Und da abgesehen von diesen Farbmelanosomen, die Bartagam-Bäuche sowieso ziemlich weißlich sind, werden diese in manchen Bildern auch ziemlich weiß dargestellt. Aber auch beim Erwachsenwerden verschwinden diese Flecken nicht oder färben sich um. Während sich die Bartagame zu einem vollständig erwachsenen Tier umfärbt, werden diese Punkte für immer bleiben. Im Vergleich zu Paradox-Bartagam, welche die Flecken erst im Laufe des Alters dazu bekommen und dann riesengroße Flächen von lila Farbe bekommen. Die Züchter von Killer Clutches werden jetzt viel mit dieser Genetik herumexperimentieren und arbeiten. Während die ersten Nachzuchten aus nicht besonders farbstarken Tieren entstanden sind, will man jetzt tatsächlich versuchen, diese Genetik auch auf andersfarbige Bartagam niederzubringen, welche qualitativ viel bessere Farben haben. Die Paradigm Bartagame ist zurzeit noch ziemlich jung
und im öffentlichen Handel wahrscheinlich überhaupt noch gar nicht zu erwerben. Es wird also tatsächlich noch einige Jahre dauern, bis diese Bartergam-Farbform höchstwahrscheinlich auch im deutschen Raum zu finden sein wird. Spätestens dann, wenn sich die ersten Züchter in den deutschen Ausstellungen blicken lassen, wird es wahrscheinlich auch Paradicchen-Bartergam, zumindest auch im deutschen Raum, für Privatzüchter geben. Und nun seid ihr gefragt, wie findet ihr diese Bartergam-Züchtung? Findet ihr toll oder findet ihr nicht so toll? Ich muss selber tatsächlich sagen, dass ich die sehr interessant finde, wie die sich gestaltet haben. Hat diese Bartergam-Züchtung irgendwelche Nachteile? Das wissen wir noch nicht. Das werden wahrscheinlich erst die nächsten Jahre zeigen. Finde ich selber, dass diese Züchtung Nachteile hat? Abgesehen davon, dass diese Bartergamme mit seinen hellen Punkten recht auffällig ist und für so eine Art Schönheit sorgt, finde ich tatsächlich optisch keinen einzigen Nachteil. Sie sind keine Qualzuchten wie Silkbacks. Genauso haben die tatsächlich auch einen großen Teil ihrer normalen Farbe. Aber eins ist auf jeden Fall sicher, wenn man verantwortungsvoll damit züchtet, dann bleiben den Bartergamm auch mit so einer Farbe die Krankheiten ziemlich fern. Und damit beende ich mein heutiges Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr was Neues über eine brandneue Bartergam-Morph gelernt habt, dann lasst doch auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich beim nächsten Mal auf jeden Fall hundertprozentig wieder. Ich freue mich schon sehr darauf. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.